Ups. Ja, ich fordere dich heraus, Kumpel. Kacke, hast du viel Leben, Kumpel, ne? Upp. Okay, was auch immer das jetzt war. So. Ja. Oh, das war so ein geiles Laserschwert. Was kommt jetzt? Wow. Okay. Ja, was hast du vor? Zauber was. Bam, Backstab. Ich mag den nicht. Der ist mir zu, weiß nicht, zu großer Assi. Und Backstab. Der ist auch ein bisschen dumm. Wir haben die Waffen gekauft, die wir wollten, aber hey. Ich setze jetzt auf einen Schmied. Der ist mir zu arrogant. Sehe ich nicht ein. Komm. Bye, bye. Oh, schwarze Kapuze. Wow. Hat sich nicht gelohnt. Schwarze Kapuze. Erhöht die Zaubergeschwindigkeit leicht. Gehört zu Traders, verbessert Zaubergeschwindigkeit. Okay. Yay, ein Leuchtfeuer entzündet. Woo. Na dann, haben wir den nämlich auch entsteinert. Haben uns ganz gut bedient. Und gehen mal zurück nach Manjula. Bevor die Spastis hier auf uns zukommen. Ja, wir haben jetzt schon recht viele NPCs getötet und weiß nicht, der war mir einfach zu frech. Ich würde ja auch unseren Schmied töten, wenn ich mir sicher wäre, dass er eine Glut droppt. Aber ich bin es nicht. Und deswegen kann ich ihn nicht töten. Ich kann ihn nicht töten. Was ist denn, wenn das Shiny im Raum mit der, mit den Ruinenwächtern, wenn das die Glut... Wenn das die Glut wäre. So, den Flakon verstärken, bitte. Na? Yay! 7 Flakons. Imba. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zur verlorenen Festung in den Raum mit der... Mit der coolen, welches ist es dann? Der Dienst... Oh, was ist denn das? Ah, Straits Zelle, okay. Dienstbotenquartiere. Und gucke mal in den Raum der Ruinenwächter, ob wir da irgendwie dann noch an das Shiny kommen. Wenn das nämlich nachher die Glut wäre, wäre das einfach nur göttlich. Aber jetzt müssen wir natürlich erst wieder mit Dolades Krieg kämpfen. Ein Giftstein, kann ich immer noch nicht benutzen. Und das wahrscheinlich alles nur, weil der Schmied da unten seine tolle Glut nicht hat. Aber ich habe keine Ahnung, wo, wie, was, wann. So. Wie kommen wir da hin? Schaffen wir den Sprung? Nein. Den haben wir nicht geschafft. Den haben wir, der war zu weit. Ist hier irgendwo noch eine Leiter, die wir übersehen haben? Ah, Moment mal. Wir rüsten mal wieder den Katzenring aus. Da, fast. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt runter. So. Erstmal gucke ich mir jetzt die ganzen Mauern an. Also die Wand. Nicht, dass da wirklich irgendwo was ist. Aber es sieht man nicht danach aus. Okay. Hm. Und wenn ich jetzt hier so lang renne, sehe ich auch nichts. Schade. Dann gucken wir mal wieder ein Stockwerk höher. Genau. So, da drunter ist nichts. Scheiße, ey. Hm, was haben die denn mit ihren Nachrichten? Wie scheinbare Wand. Gar nichts ist da. Kriege ich doch gar nicht kaputt. Und ein Pharos-Versteck habe ich hier auch nicht gefunden. Sonst würde ich ja... Würde ich es ja nutzen. Sag mal, wie soll ich denn da rüberspringen? Das geht doch nicht. Giovannimo! Oder geht das doch? Mann, ich höre ja auch, dass hinter dieser Wand die ganze Zeit Gegner sind, aber wenn sie nun mal nicht aufgeht, wenn es kein Pharos-Versteck oder sowas gibt, das diese Mauer öffnen kann, dann geht's halt eben nicht, ne? Ha. Aber, Mann, wie komme ich an dieses Shiny? Ich sehe hier keine Leiter, gar nichts. Ist das echt ein Sprung, den wir schaffen müssen? Oder...
Nee. Keine Ahnung. Naja, nochmal testen. Nee. Einfach nein. Das wird nichts. Doof. Und da oben hin komme ich nicht. Also da, wo das Geräusch herkommt, da links. Ja, toll. Scheinbare Wand. Super. Wenn ich die nicht klein kriege, kriege ich die nicht klein. Super. Einfach so scheinbare Wand. Ach, total Knorke ist das ja, ne? Ja. Kommen wir da vielleicht von hier weiter oben doch irgendwie noch hin? Oh, was zur... Was zur Hölle? Sieht aber nicht so aus, als ob das was bringt. So, und hier kommen wir doch raus und das war's dann, oder? Oder kommen wir hier runter irgendwie? Hm. Machen wir erstmal unseren Freund hier. Bam, 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 bam. Gut, die machen noch gut Schaden. So. Moment, komme ich da noch nach rechts? Ist da eine Tür? Nö. Nö, dann weiß ich es echt nicht. Da unten ist jedenfalls eine Tür. Ha, können wir da vielleicht doch hinspringen? Ich glaub's nicht, nein. Ich bezweifle's ganz stark. Ah, da hinten ist ein Leuchtfeuer, das wir sehen. Hm. Ach stimmt, da gab's ja auch noch die Möglichkeit, glaube ich, rüber zu springen, gell? Müssen wir auch mal gerade gucken, wenn wir schon hier sind. Eieiei, so viel hin und her. Hauptsache nicht zu irgendeinem Boss müssen, ne? Ja, so geht's mir im Moment ein bisschen. So, welche Quartiere? Was haben wir denn da nochmal für Punkte? Der ferne Turm? Hä? Achso, das eine war so ein Rückkehrleuchtfeuer nach dem Boss, glaube ich, nach den Gargoyles, ne? Ah, das wäre der Mondlichtturm dann gewesen. Scheiße. Ja, verdammt. Egal, das lässt sich ja auch leicht nachholen. Solange man es weiß, ne? Ist das alles kein Problem. Ach, Feuerbolzen hätte ich auch wieder gerne. Feuerbolzen und Giftpfeile. Vor allem Gift. Giftpfeile wären echt göttlich. Tränen, och, geh. Sackgasses. You know, say. Okay. So. War das hier überhaupt das, was ich wollte? Nein, ich wollte ja wieder zurück. Ah, halt. Halt, ich will zu dem Leuchtfeuer. Feu, feu. Scheiße, scheiße. Dann nicht feu, feu. Ach, wisst ihr was? Kack auf das Shiny. Kack drauf. Richtig schönen Haufen. Wir haben hier drei Shinies oder so vergessen in dem ganzen... Ach, und was ist, wenn das die Glut ist? Das ist nicht die Glut. Ach. Oder? Nee. Oder? Nein. 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 Es ist nicht die Glut. So. Es ist einfach nicht die Glut. Schnapp dir deine paar Seelen. So, wieder hinplacken. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal einen Boss töten. Hallo? Wow. Okay, es wollte gerade nicht so wirklich. So, die Irdenspitze. Genau. Ich bin jetzt voll in Rage. So richtig brutal in Rage, Leute. Wir müssen jetzt einen Boss töten gehen. Ich bin voller Wut. Naja, immerhin so haben wir 7 Flasks, sind ein bisschen höher gelevelt. Ich meine, unser Hammer ist ein bisschen stärker. Mit ein bisschen Glück. Nein, unser Hammer ist nicht stärker. Wir machen mehr Schaden durch Stärke. Ha. Hoffentlich wird's was. Hoffentlich. Eieiei. Ich wäre happy. Aber ich erhoffe mir jetzt mal nicht zu viel. So, da spammen die alles zu mit den Nachrichten, ne? So, und dann hier hoch, ganz elegant. Dann müssen wir aber noch die Ringe wechseln. Und Giftkraut, Anti-Giftkraut müssen wir auch noch reinholen. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier stärken, bevor wir dann den Boss angehen. So, hier ist ja wenigstens kein Respawn. Nope, gar keiner. Na dann. Piu, komm her, mein Schöner. Mein Mumienfreund. Mega Mami.
Oh mein Gott, du hast mich gehauen. Oh, du hast dich verteidigt. Wow. Interessant. So, komm. So. Ei. Ich will hier doch nur vorbei. Bye. Na, komm. Ja, renn erstmal Speedhack-mäßig irgendwo hin. Aua. Du Sau, hier, friss mein Hammer. Na, wie war's? Lecker? Bisschen mehr Salz? Hm, okay. Merke ich mir. Oh, du hast was gedroppt? Nö. So, dann müssen wir erstmal hier durch. Durch die Gülle. Und dann stehen wir wieder vor diesem hässlichen Bossraum. So, wie sieht's aus? Dann gilt es nämlich... Ah, halt. Ach, so. Also, hier haben wir Lutschkiesel und so weiter. Neunmal giftiges Moos, das ist schon mal gut. Das ist echt schon mal richtig gut. So, die werden wir jetzt gleich benutzen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ist wieder am Abbauen, gut. So, dann benutzen wir nämlich, wie gesagt, das da. Oh, einen göttlichen Segen haben wir auch noch. Den werden wir anstatt von den kleinen Lutschkieseln benutzen können. Die bringen hier, glaube ich, eher nichts. Was sagt der Giftstatus? Ist der gleich wieder leer, der Balken? Jupp. Sehr gut. Zuallererst eine weitere Menschlichkeit. So. Dann benutzen wir... ein kleines Steinchen hier. Ein kleines Steinchen. Das dürfte reichen, oder? Na, vielleicht. Mal gucken. Ah, wir wechseln in der Zeit mal die Ringe. So, wir haben ja jetzt diesen lustigen Giftbissring. So, dann ziehen wir unser Anti-Gift-Gear an. Das war der Grabwächterärmel, dann die Grabwächter-Gamaschen, genau. So, dann, ach, ja, plus 3 Oberteil und die Maske der Männchen. Ja. So, dann nehmen wir auch den Giftschild wieder mit. Bogen legen wir ab. So, wie viel Resistenz haben wir denn jetzt? 388 hat man nicht mehr. Ups. Was war das für ein Ring? Das war der Schadensring, genau. Der Ring des Soldaten kann auch weg. Dafür nehmen wir... Oh mein Gott, was nehmen wir? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Die Balance oder lieber Ausdauer? Wir nehmen Ausdauer. So. Stimmt, ich wollte eigentlich noch was überprüfen. Und zwar 388. Okay, wenn wir das ausziehen. 367. Okay, ja, das bringt doch noch ein bisschen was. Und ohne den Ring hatten wir dann die 238 nur. In Klammern nur. So, dann bereiten wir uns jetzt gut vor mit unserer Frucht hier. Einmal. Dann einmal das hier. So, und ich glaube, das war's dann doch schon. Jupp, sieht so aus, als ob's das war. Komm, futter noch eine. So, zack. Pfeif dir die Dinger rein, wie du sie brauchst, mein Kleiner. Und los geht's. Jetzt ist Action angesagt, meine Schöne. Oh ja, friss meinen Hammer, spüre ihn. Oh mein Gott, hätte der fünfte Hit nur getroffen? Ja, so, genau so. Na, jetzt wollen wir mal auf Seite. Und das Gift austicken lassen. Oh, ja, eins, zwei, gut. Trinken. Ausweichen. Oder auch nicht so ganz. Ja, mach. Trinken. So, komm, hauen wir zu. Verdammt, Schild. So ist gut. So, wo haben wir denn die Glitzersteinchen? Hol mal da einen. Ja. Und noch einen, komm. Verdammt. Nicht gut. Nicht so wirklich gut. Was hast du vor? Ich trau dir nicht. Ist gerade viel Zeit, die drauf geht, ne? Ah, was machst du? Nein, so nicht. So, jetzt aber.
Ah, die heilt sich hier auch. Kann das sein? Kann das sein? Okay, wir sind gleich wieder vergiftet. So, das wollen wir aber umgehen. Tatsächlich, die heilt sich hier drin. Ist es denn wahr? Oh mein Gott. Das ist mir nie wirklich aufgefallen. Gut, dass wir jetzt nichts benutzt haben. Ey, die ist ja richtig assi. Verdammt, da sind wir nicht zum Rollen gekommen. Bitte nicht. Ach, du Fotze, ey. Das ist der schwerste Boss, den ich bisher auch nur ansatzweise getroffen habe. Der allerschwerste. Mit riesigem Abstand. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch einfach was nicht. Was können wir mit diesem Gift machen? Also, ich blicke echt nicht durch. Irgendwas stimmt doch bei dem Boss nicht. Da ist doch was verkehrt. Ach, komm schon. Ja. Fuck. Richtig. Gottver... Ist doch nicht normal. Jetzt haben wir nicht mal mehr ein Schild hochbekommen. Was soll denn das? Ich überlege gleich, dass wir wieder auf unser episches Equip gehen und schauen auf die bisschen Giftresistenz. Scheißen, die bringt ja doch gar nichts, ey. Gott. Und wie die sich hochhält in diesem Gift. Das war ja abnormal. Also das Gift muss weg. Aber ich krieg's nicht weg. Weil da kein Mechanismus ist. Ich hab überall gesucht. Ich hab doch überall gesucht. Und das Gift kriege ich nicht weg. Mann. Toll, und da sinkt unser Lebensbalken wieder. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, meine liebe Schlangenlady? Wir haben doch überall gesucht. Überall. Und nirgendwo finde ich hier was. Was auch nur ansatzweise sagen würde, ey, hier kannst du das Gift ablassen. Also, geht gar nicht. Komm her, schieß, piu. Geht echt gar nicht manchmal, dass da, boah. Aber dass sie sich noch so krass heilt, das ist mir jetzt erst wirklich aufgefallen. Mann, ey. Da müssen wir echt gucken, also, das ist, wenn wir das Gift heilen, werden wir ja direkt wieder neu vergiftet, also... Wenn wir es haben und das mit den schimmernden Dingern gegenheilen, das ist das Bequemste. Das ist wirklich das Beste, weil wir dann eine Zeit haben, in der wir uns mehr oder weniger noch heilen, aber nicht vergiftet werden sozusagen, weil wir, ja, weil wir am Gegenheilen sind. Das ist echt ganz praktisch gewesen. Und ich denke, da bleiben wir jetzt auch mal dabei, dass wir versuchen, dann diese Lutschkiesel reinzuwerfen. Ah, oh, Mann, ey. So, komm, lauf, lauf, lauf. Wie das hochsteckt, ey. Abnormal, wie diese Gülle steckt. Wir haben ja noch so ein tolles Drachenamulett. Komm, rein damit. So, aber... Ich würde das Giftharz draufschmieren, aber das bringt wahrscheinlich gar nichts. So, dann einmal das. Dann einmal das. So. Und das war's dann jetzt auch schon wieder. Ja. Na dann. Wünscht mir Glück. Schauen wir mal. Mytha, die behinderte Schlange. 1, 2, 3, 4 und 5. Ja. Und wir sind vergiftet. Okay, das waren 2. Ah. Ah. Böse, böse, böse. Komm mal, mach mal was. Etwas. Alter, ich muss mich heilen. Super. Die will mich doch verarschen. Die will mich doch verarschen. Dieser Druck, dieser verdammte Druck. Oh, Mann. Oh, ich mach die ganze Zeit was. Oh, und jetzt, oh, mach ich nix. Oh, Schlampe. Kein Wunder, dass der einen Kopf ab ist. Den will ja wahrscheinlich, wollte damals schon wahrscheinlich jeder abschlagen. Nee, 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 nee. Es geht gar nicht, dass da, es geht gar nicht, dass da... Ich übersehe einfach den Trick, die Möglichkeit, das Gift abzulassen. Ich sag's euch, ich übersehe das einfach. Irgendwo geht das ja wohl. Und ich finde es nicht.
Oder? Kann doch nicht sein, dass das wirklich so sein soll. Das ist nicht normal, das da. Der Boss ist so abnormal schwer. Na gut, 5 Treffer mit von unserem Dingens und dann ist er erstmal, ja, gestunt kurz. Aber die Welt ist das auch nicht, leider. So, du einmal, zack. Naja, wenigstens respawnen die hier dann auch nicht mehr. Für die Ewigkeit, wenn sie mal bald jetzt, ne? Nicht mehr viele Tries, dann sind die auch weg. Piu. Komm her, mein Schatz. Naja. Ach, jetzt hackt er sich wieder hier gegen die Wand. So. Oh. Naja, dann so. Ah, halt, vergiftet werden wollen wir. Ey. Ach, Mann. Scheiße. So. Ah, lass mich hinter dich. Okay. Super. Super. Sau cool. Ja, ich stehe da drauf, du Hure. Danke dir. Ich wollte schon immer übelst weggenascht werden, ey. Mann. So, benutzt das Moos. Das ist mir nämlich gerade Wurst. Zack, wir benutzen dieses. Dann benutzen wir noch so eines. Jetzt haben wir wieder keine Stärkung der Resistenz. Ist aber auch relativ egal. So, wie machen wir das, ne? Dann schauen wir mal. Na, vielleicht funktioniert es ja doch, wenn wir es mit Moos... Nein, das Moos heben wir uns auf. 1, 2, 3. Ah, okay. Neue Moves. Also nicht neue Moves, sondern richtige Aggro-Moves. Okay, der kommt eh nicht durch. Doch, kam durch. Cool. Richtig cool. Wo haben wir denn die Steinchen? Schild. God fucking damn it. Komm schon. Das ist doch nicht mehr normal, das da. Alter. Ihr seht doch, wie es läuft. Das stimmt doch was nicht. Jeden Boss schaffen wir. Und an dem Boss verbrauchen wir alle Gegenstände. Und diese Giftresistenz bringt einen Scheißdreck. Bringt einfach nur einen Scheißdreck. Wir haben kaum Zeit zum Heilen. Und müssen sie 5-mal treffen, damit sie gestaggert ist mit unserer Waffe. Und sie heilt sich in der Brühe. Irgendwas übersehe ich in diesem verdammten Scheißgebäude. Irgendwas ganz Wichtiges. Aber ich weiß nicht was. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Wir haben dieses blöde Versteck haben wir aktiviert. Aber ich sehe nicht, was wir falsch machen. Oder ich falsch mache, so. Irgendwas übersehe ich. Und ich finde es beim besten Willen nicht. Es gibt aber auch keine Nachricht, nichts dazu, gar nichts. Kein, ey, du musst mal dahin oder so. Nix. Normal findet man ja immer für irgendwelche Dinge die Nachrichten dazu. Aber nein. Einfach nein. Ach ja. Ich würde sagen, die schimmernden Steine heben wir uns auf, so. Ah, hier ist einfach nichts. Oh, okay, die spawnen gar nicht mehr. Cool. Habe ich gerade mal kein Problem damit. Ah, ja, komm, weg mit der Gülle. Wenn wir da reingehen, sind wir eh wieder vollgegüllt, also eigentlich egal. So, Mitra, meine hässliche Schlangenlady. 1, 2... 1, 2. Ach, Kacke. Ich wollte doch wegrollen. Und wir sind tot, ne? Ja, wir sind tot. Yay. Gott verdammt, wie lassen wir das Gift ab? Ich hab doch alles abgesucht. Jetzt ist die Grenze durch, ja? Jetzt bin ich wahnsinnig. Ich hab doch alles so oft abgesucht. Wo lasse ich dieses verdammte Gift ab? Wie? Alles abgesucht. Alles. Alles. Wie?
kann ich dieses Gift wegmachen. Wie? Gott! Damn it! Fast zu spät gehört. Beziehungsweise es hat uns eh nicht getroffen. Ich glaube, es hätte uns getroffen. Also wenn es die Bahn, wenn die Bahn gestimmt hätte, hätte es uns wahrscheinlich getroffen. Ich glaube ja immer noch, dass da oben was falsch ist. Da sollte das Pharos-Versteck eigentlich etwas aktiviert haben. Und es hat es aus irgendeinem Grund nicht. Ich meine, da sind überall die... Moment, ich gehe mal nochmal hoch. Das können wir uns ja angucken. Die Nachrichten sind bestimmt noch da. Jedenfalls, dass hier unsichtbare Wände wären. Tja, aber sind sie nicht. Da ist nichts. Für uns ist da nichts. Kommen wir hier wenigstens ohne Vergiftung hin? Ja, kommen wir sogar. Cool. Na dann, ein weiterer Tod erwartet uns. Ist ja auch Dark Souls, ne? Aber irgendwas ist hier in dem Kampf falsch. Ah, du kleine blöde Kuh. Und vergiftet, cool. Zack, Schluck trinken. Ach, hör jetzt auf auszuweichen, komm. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Nein, 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 nein. Oh, come on, das waren 5 Treffer insgesamt. Die ganze Zeit bist du gestunt. Nee, Leute, Ende. Das stimmt was nicht. Ich muss echt mal Ich weiß hier nicht weiter. Da muss doch irgendwas machbar sein. Es kann doch nicht sein, dass der Kampf wirklich so ablaufen soll. Ich habe so unglaublich viel Giftresistenz. Ich fress die ganze Scheiße. Ich benutze die ganze gute Scheiße. Und es bringt nichts. Einfach keine Zeit, um da mal auf Abstand zu gehen und sich zu heilen. Beziehungsweise man hat die Zeit mal, aber es ist Glücksspiel. Es ist pures Glücksspiel. Irgendwas übersehe ich in diesem verdammten Gemäuer. Irgendetwas. Gott, das regt mich so auf, dass ich das nicht finde. Irgendwas stimmt da nicht. Man muss diesen Raum vom Gift befreien. Ich wette da mit euch. Welchen Helm ziehen wir nochmal an? Die Kapuze drauf geschissen, ey. Irgendetwas. Ich komme damit gerade nicht klar, ne? Ich dachte, vielleicht schaffen wir es jetzt mit der neuen Resistenz oder so. Was kommt dabei raus? So ein Scheißdreck kommt dabei raus. Ja, da kommen unsere Freunde. Schild hoch, komm. Ja. Ja, ich kenne euch, ich kenne euch. Aua. Super, wie wir... Ja, genau das. Wie wir nicht mal die dann nochmal mit dem Scheißhammer treffen, obwohl sie direkt neben uns und vor uns stehen. Das ist so ein Anzeichen. Fick dich ins Knie, mach die PlayStation aus und mach mal was anderes. Das ist nicht normal. Die stehen direkt vor uns. Der Hammer schwingt und ich treffe sie nicht. Ich muss echt mal... Ich muss mich mal wieder mit meinem Kumpel austauschen. Der hat nämlich auch hier denselben Hänger wie ich. Und wenn der mir nachher sagt, ja, man kann das tatsächlich ablassen, dann raste ich einfach nur aus. Dann müssen wir das ganze Ding echt nochmal absuchen. Und das 10-mal genauer. Boah, ich würde mich am liebsten in die Zahnräder reinschmeißen und gut ist. Nimm die Seelen. So, die ganzen tollen 160. Naja, Leute, ich will nicht ans Leuchtfeuer. Ich will eigentlich meine Gesten aufmachen. Danke. Ich will meine Gesten öffnen. Gibt's nicht sowas wie Trauer? Naja, macht's gut, ich bin raus. Ciao.